freut mich, dass ich diesen Track eröffnen darf. Wie der Mike schon gesagt hat, ich bin die Katharina Seke, ich bin von der APUS Software, ich bin dort Agile Coach und ich würde euch heute gern mitnehmen zum Brückenbauen zwischen der ISO 9001 und Agilität. Und es freut mich, dass eigentlich der Raum recht gut gefüllt ist. Mit dem habe ich irgendwie nicht gerechnet. Und mich würde jetzt einmal interessieren, nachdem ich ja weiß, warum ich heute hier bin und was mich zu dem Thema bewegt hat, was hat euch bewegt, hierher zu kommen? Kommt ihr mehr von der Seite der Agilität oder mehr vom Qualitätsmanagementsystem? Okay, freut mich sehr. Oder seid ihr nur aus generellem Interesse da, weil das eigentlich der schönste Raum der WKO ist? Okay, danke. Er geht nicht. Wie gesagt, ich bin von der APUS Software. Wir gelten als agiles Unternehmen. Wir kommen sogar in manchen Büchern vor. Das heißt, es ist irgendwie verbrieft, dass wir das sind. Wir entwickeln Software und wir erfüllen mit unserer Software hohe Qualitätsansprüche. Und obwohl die meisten von uns im Raum und auch remote wahrscheinlich nicht direkt mit unserer Software in Berührung kommen, ist sie doch irgendwie indirekt für den einen oder den anderen, wenn auch nicht zu spüren, aber doch im Einsatz, weil unsere Software ist im Einsatz als Dienstplansystem in großen Krankenhäusern, bei Berufsfeuerwehren. Unsere Teams entwickeln Software für das Rote Kreuz, für die Gesundheitsversorgung, für die Flugsicherung. Das heißt, das sind alles Dinge, wo wir schon auf die Qualität achten müssen, natürlich. Das heißt, die ISO 9001 begleitet uns schon eine gute Zeit. Wir haben natürlich ein integriertes Managementsystem, das unser Qualitätsmanagementsystem beinhaltet, aber noch mehr. Wir sind auch zertifiziert nach der ONR 19.25.00. Das heißt, das ist die Norm für soziale Verantwortung von Unternehmen. Und aktuell arbeiten wir gerade daran, die ISO 27001 zu erfüllen. Das heißt, es ist die Norm für Informationssicherheit. Die ganzen Dinge sind gebackt in unser integriertes Managementsystem. Und für die, die das nicht, also die nicht so gut vertraut sind mit den Begriffen, ein Managementsystem ist eigentlich die Elemente einer Organisation, die einmal die Politik, die in der Organisation vorherrscht, hinsichtlich der Dinge, die es zu erfüllen gilt, wie zum Beispiel die Qualitätspolitik, die Politik für die soziale Verantwortung und die Informationssicherheitspolitik, die Ziele, die damit verfolgt werden und dann natürlich auch die Prozesse, wie man gedenkt, diese Ziele zu erreichen oder die man einfach benutzt, um diese Ziele zu erreichen. So, ja, APUS, wir sind 35 Mitarbeiter, das heißt circa unsere Firma. Mit ein bisschen Grün daneben. Wir sind in Dobelbad, das heißt kurz vor Graz. Und ja, ich bin dort als Agile Coach angekommen und irgendwie im Laufe meiner Zeit sind immer mehr Dinge aus dem Managementsystem auf meinem Tisch gelandet und ich habe sie eigentlich recht gern aufgenommen. Und irgendwie ist es dann passiert, dass ich mir vor ein paar Jahren gedacht habe, ich mache ein MBA-Studium. Und in der kürzeren Vergangenheit war es dann soweit und ich habe eine Masterarbeit schreiben müssen und habe ein Thema dafür gesucht. Und mich hat die Frage geplagt, okay, jetzt bin ich Agile Coach im Unternehmen und irgendwie haben wir das Managementsystem. Wie passt das eigentlich zusammen? Weil es gibt ja das agile Manifest, auf das ich später noch eingehe, das sagt, naja, Individuen und Interaktionen,
bisschen mehr und nicht so sehr Prozesse. Und das mit der Dokumentation ist alles ein bisschen schwierig. Und wie ist das jetzt, wenn beides im Unternehmen einfach vorhanden ist? Schaut man drauf, dass sich die beiden möglichst gut ignorieren können und sich nicht in die Quere kommen? Oder sagt man, okay, man hat irgendwie gewisse Berührungspunkte und reduziert es aber darauf, dass sich die beiden dulden? Und man sagt, okay, man akzeptiert einfach die Existenz des anderen. Viel mehr ist, dass man sagt, okay, ich will eigentlich nichts wissen. Aber das hat mir nicht gereicht. Und ich habe den Herzenswunsch eigentlich gehabt, und das ist wirklich aus meinem Innersten gekommen, ich hätte gern, dass Agilität und unser Managementsystem gemeinsam wirken und so, dass das dann größer ist als die Summe der Teile. Und das ist es dann geworden. Das heißt, ich habe einmal für mich gesagt, okay, ich würde das gerne untersuchen, weil wenn es nicht so ist, dann kann er das für mich irgendwie abschließen und wenn es so ist, dann freue ich mich. Und dann habe ich einmal die Recherche begonnen und verschiedene Bücher gelesen. Also es gibt recht wenig zum Thema Agil und ISO 9001. Das ist recht dünn und es gibt vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es ist, also man ist relativ schnell am Ende von dem. Und dann habe ich halt als Mögliche gelesen und gesucht zum Thema Agilität, zum Thema Normen, zum Thema Qualitätsmanagement und auch, wie das beides miteinander vereinbar ist, wie gesagt. Und jetzt würde ich euch gern drei Dinge erzählen, die einmal die Voraussetzungen sind für das, was jetzt dann danach kommt. Warum wir das Ganze machen und warum die Agilität irgendwie so erfolgreich geworden ist, ist im Wesentlichen die Veränderung in unserer Umwelt. Ich würde euch dann noch kurz, vielleicht auch länger erzählen, was die ISO 9001 so ist und tut. Und dann schlussendlich noch kurz die Agilität streifen, nachdem ich glaube, es ist auf einer agilen Konferenz recht bekannt, um was es da geht. Aber trotzdem. Die Veränderungen unserer Umwelt werden eigentlich kurz, oder unsere Umwelt wird als VUCA-Umwelt beschrieben. Das heißt, das steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das heißt, wir haben eine Flüchtigkeit von einem Status, von Informationen. Dinge sind nicht lange gültig, es ist nicht unbedingt greifbar. Wir sind oft nicht sicher, was das bedeutet. Es kann mehrere Bedeutungen haben. Und es ist einfach schwierig, das Ganze festzuhalten und einfach einen klaren Status von dem, was man gerade betrachtet, vor sich auf den Tisch zu legen. Und die VUCA-Umwelt, ich habe 1992 dazu geschrieben, also seitdem gibt es eigentlich den Begriff, er kommt aus dem US Army War College und hat eigentlich die Umwelt beschrieben oder die Welt beschrieben, in der strategische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und nachdem, also für mich war eigentlich der Begriff eher negativ besetzt oder mit Vorsicht zu genießen. In der ursprünglichen Definition oder in dem Absatz steht dabei, naja, man muss auch die Chancen und Möglichkeiten betrachten, die sich aus dieser Umwelt ergeben. Und das ist die Aufgabe von Führungspersönlichkeiten, dass sie diese Chancen und Möglichkeiten erkennen und wahrnehmen und für sich und ihre Organisationen nutzen. Die ISO 9001 definiert die Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme, wobei wir eh schon gesagt haben, was ein Managementsystem ist. Und wenn man diese Anforderungen erfüllt, kann man sich zertifizieren lassen. Man muss das nicht tun. Das heißt, man kann als Unternehmen einfach die ISO 9001, das ist ein Dokument, herunterladen, sagen, man implementiert Dinge für sich und dann hat man das. Man kann, wie gesagt, einen Auditor herbestellen, der das dann überprüft und dann hätte man ein Zertifikat, das man nach außen hin weitergeben kann. Von der Zeitlinie her, wie sie die ISO 9001 verändert hat,
war so, dass die erste Veröffentlichung 1987 passiert ist. Und seitdem hat sie sich eigentlich immer weiterentwickelt. Das heißt, ursprünglich war es mehr für produzierende Betriebe gedacht, wo man einfach am Fließband produziert hat, wo man geschaut hat, okay, man hat so und so viele gleiche Sachen, man hat so und so viel Ausschuss, das will man natürlich reduzieren und es soll einfach laufen. Es hat sich verändert und es ist irgendwie immer mehr an die aktuelle Welt angepasst worden. Wir stehen aktuell in der 5. Revision aus dem Jahr 2015. Die ISO 9001 wird auch jährlich überprüft, ob sie noch den aktuellen Gegebenheiten genügt, und dann wird befunden, ob es notwendig ist, dass man sie anpasst oder nicht. Im Moment stehen wir da, und im Vergleich zu den Vorversionen ist die Änderung der aktuellen Revision so, dass man gesagt hat, okay, wir stellen einmal ganz klar die Kundenzufriedenheit in den Vordergrund. Die ist einfach wichtig, um als Unternehmen bestehen zu können und sie weiterentwickeln zu können. Aber es gibt auch die Veränderungen der Umwelt. Sie betrachtet die Risiken, die damit passieren, und sie nimmt Rücksicht auf die Kultur von Organisationen. Das heißt, es hat früher schon die Anerkennung der Unterschiede von Organisationen gegeben. Das heißt, es hat nicht mehr das eine Ding gegeben, das überall drüber gestülpt worden ist, sondern es muss einfach so sein, dass es für die Organisation passt und für die Anwendungsfälle dort. Für die, die es noch nie gesehen haben, so schaut eine Norm in etwa aus. Das heißt, das ist das Deckblatt. Die ISO 9001 ist eingebettet in die 9000er-Familie. Das heißt, es gibt was, wo man sagt, okay, es sind einmal Grundlagen und Begriffe definiert. Und dann gibt es noch die Fleißaufgabe, die ISO 9004. Das sagt, okay, wir haben jetzt wirklich eine Anleitung zum Erreichen von nachhaltigem Erfolg, von dem, das wir da eingeführt haben. Aber nach der ISO 9001 wird zertifiziert. In der Timeline schaut es so aus, dass 2001 das Agile Manifest passiert ist. Und das Agile Manifest ist eigentlich basierend auf die Softwareentwicklung ausgelegt gewesen, weil die Leute, die sie da zusammengefunden haben und das gemacht haben und festgehalten haben, waren eigentlich alle mit einem Softwareentwicklungs-Background. Beim Agile Manifest, das ich jetzt nicht gerade durchgehen möchte mit euch, mir ist es nur wichtig, einmal zu sagen, okay, es gibt einmal die vier Wertebare. Sehr wichtig ist der Satz da unten, der sagt, okay, obwohl das eine, obwohl die Werte auf der rechten Seite wichtig sind, schätzt man die auf der linken gerade ein bisschen wichtig ein. Heißt aber nicht, dass man die auf der rechten ignorieren. Weil dieser Satz wird sehr gerne ausgelassen, auch in diversen Quellen, die ich so in meiner Recherche gefunden habe. Die zweite Seite vom Agilen Manifest, das heißt, wenn man den Zettel umdreht, da gibt es 12 Prinzipien dahinter, wo man das eine oder andere Prinzip auch im Laufe der Präsentation noch betrachten werden. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Und ich habe das anhand von 7 Punkten, die mich irgendwie so durch den Weg geleitet haben, einfach betrachtet. Und das Erste, das ich mir angeschaut habe, war die Kundenorientierung. Und ich habe vorher schon gesagt, also Kundenzufriedenheit und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ist ja in der ISO 9001 ganz oben. Und wir haben das eigentlich auch im Agilen Manifest so. Ich muss jetzt mal Wasser holen. Und das Agile Manifest sagt nicht nur, was die höchste Priorität ist, sondern es sagt eigentlich auch, wie wir das erreichen wollen, nämlich durch kontinuierliche Auslieferung von wertvoller Software. Und außerdem wollen wir Veränderungen, die so passieren im Projekt, in der Umwelt, zum Wettbewerbsvorteil des Kunden nutzen. In der ISO 9001 ist es ein bisschen unhandlich vielleicht formuliert, aber wir haben auch da den wahrgenommenen Wert und den Nutzen für den Kunden. Das heißt, es war einmal das erste Mal, mich schon gefreut habe, weil man dachte, okay, ist nicht ganz auseinander.
zur Führung von Mitarbeitern oder generell von Teams, Personen innerhalb von einer Organisation, ist eigentlich die gängige Annahme, dass Führungskräfte oder die Firma oder das Management oder wie immer man es auch bezeichnet, man darauf schaut, dass das Umfeld passt, damit sich die Mitarbeiter gut entwickeln, dass sie alles haben, was sie brauchen und entsprechend handeln können, entsprechend ihrer Verantwortung und Kompetenzen. Das ist ganz klar drinnen, gib ihnen das Umfeld und sie werden schon machen und du kannst darauf vertrauen, dass es passiert. Und auch dieser Satz kommt eigentlich aus der ISO, oder eigentlich aus der ISO 9000, die die Grundlagen und Begriffe beschreibt und sagt, okay, Umfeld schaffen, damit die Leute entsprechend ihrer Verantwortung tun können. Die Prozessorientierung war irgendwie ein bisschen ein härterer Knochen auf den ersten Blick, weil Konsistenz und Vorhersagbarkeit von Ergebnissen entstehen durch ein etabliertes Managementsystem. Und das beschreibt die Kernprozesse der Organisation. Und es könnte vielleicht wirklich schwierig werden, aber eigentlich nur kurz. Weil wir haben schon mal festgehalten, wenn wir agile Prozesse haben, haben wir eine nachhaltige Entwicklung. Und das sollte so passieren, dass das, wie wir arbeiten, auf unbegrenzte Zeit fortgeführt werden kann. Das heißt, es soll nicht erschöpfend sein, es soll gleichbleibend gute oder besser werdende Qualität produzieren. Und ein Beispiel aus unserer agilen Umgebung ist Kanban, das eigentlich recht streng ist und sagst, okay, visualisiert einmal den gelebten Prozess, macht die Prozessregeln explizit. Das heißt, der Prozess liegt am Tisch, er ist beschrieben, er ist da, er ist für alle angreifbar, er ist diskutierbar, er ist verbesserbar und wir können einfach drüber reden, weil es eben da liegt. Das heißt, der Hintergrund hinter der Prozessorientierung ist eigentlich das Verständnis der Prozesse, mit denen wir arbeiten und in denen wir arbeiten, und auch das Verständnis dafür, wie diese zusammenhängen, weil erst mit dem Verständnis können wir tatsächlich an einer Verbesserung unserer Arbeitsweise und auch unserer Organisation arbeiten. Und damit wären wir bei der Verbesserung. Und wir sollten eigentlich jede Chance nutzen, das zu tun, um unsere Organisation zu verbessern, unsere Arbeitsweisen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ist ganz klar drinnen im agilen Manifest, sogar, dass wir das regelmäßig machen müssen. Das Team, das jetzt im Sinne vom agilen Manifest wahrscheinlich noch auf das Softwareentwicklungsteam beschränkt war, in der heutigen Zeit aber wahrscheinlich schon größer gedacht werden muss und die ganze Organisation betrifft. Und die Beispiele für Verbesserung, die die ISO 9001 listet, sind eigentlich, also einmal nicht nur Korrektur und Korrekturmaßnahmen, sondern auch bahnbrechende Veränderung und Innovationen und vielleicht auch Umorganisation. Das heißt, einfach alles, was zur Verbesserung unserer Arbeitsweisen beitragen kann. Wir haben drinnen auch faktengestützte Entscheidungsfindung, wo wir sagen, okay, wir wollen eigentlich objektiv getroffene Entscheidungen, damit die Entscheidungen besser mitgetragen werden können, weil wir leben in einer Zeit, wo wir oft Veränderungen haben, die einfach bedingt durch Entscheidungen sind. Und wenn wir das fundiert treffen und objektiv treffen, werden wahrscheinlich die Veränderungen leichter angenommen werden und es wird leichter beweisbar sein, dass sie wirken und dass sie auch richtig sind. Für Veränderungen oder für Fakten, die wir aus der Agilität haben, haben wir einmal die funktionierende Software, wo wir sagen, okay, es ist das wichtigste Fortschrittsmaß und das kann man eigentlich relativ angreifen, soweit man halt Software angreifen kann. Wir haben in Scrum die empirischen Scrum-Säulen, Transparenz, Überprüfung und Anpassung.
Und dann gibt es noch aus dem Extreme Programming Umfeld Pay-Per-Use, das eigentlich ein recht Hardcore-Fact ist. Die sagen, okay, wir schauen einfach, was in der Software, wofür in einer Software bezahlt wird. Wir lassen den User bezahlen, um Funktionalitäten zu verwenden und entwickeln entlang dem Profit weiter, um einfach unser Produkt zu verbessern. Wir haben das zum Beispiel bei in der heutigen Zeit In-App-Käufen, wir haben es vielleicht früher bei Messaging-Plattformen gehabt, wo man einfach gesagt hat, okay, man zahlt per Message, die man verschickt. Wir haben es für Buchungen, also wenn man Tickets bucht, Hotels bucht, Flüge bucht, wo eigentlich man Transaktionen mittracken kann und man mit einer Gebühr bezahlt. Analyse der Daten, Verständnis für die Zusammenhänge und Konsequenzen einer Entscheidung. Beziehungsmanagement ist in der ISO 9001 recht explizit drinnen, weil sie sagen, okay, es gibt verschiedene Stakeholder einer Organisation. Es gibt Mitarbeiter, es gibt Kunden, es gibt Lieferanten, es gibt die Gesellschaft. Es sind interessierte Parteien einfach. Und um zu funktionieren und bestehen zu können, ist es einfach wichtig, dass man die betrachtet und mit im Boot hat. Und jetzt sind wir wieder beim agilen Manifest, die auch sagen, okay, wir haben Individuen und Interaktionen, wir haben Zusammenarbeit mit dem Kunden, wir sind nicht alleine da als unsere kleine Organisation, sondern es geht immer irgendwie nach außen und wir sind eingebettet. Wir haben weites Fachexperten und die Entwickler, die zusammenarbeiten müssen. Und wir haben Auftraggeber, Entwickler und Benutzer. Das ist eigentlich auch die Stakeholder hier im agilen Manifest. Und wenn man die Beziehungen aktiv managt und betrachtet und mit ins Boot holt, kann man davon ausgehen, dass man ein besseres Verständnis voneinander hat und auch von den Zielen und Werten, die es zu erreichen und zu erfüllen gibt und was wieder zu einer besseren Organisation und eigentlich zu einem besseren Funktionieren von dem ganzen Gemeinsamen führt. Das heißt, die Gemeinsamkeiten von dem sind für mich eigentlich auf dem Tisch und die Gemeinsamkeiten sind von mir auch nicht wirklich zufällig ausgewählt worden, sondern es sind eigentlich die 7 Qualitätsmanagement-Prinzipien, die definiert waren in der ISO 9000. Und wie funktioniert das Ganze jetzt in der Praxis? Wenn man sagt, okay, man hat jetzt seine Agilität, man hat ein Qualitätsmanagementsystem. Und das Erste, das vielleicht hilft, das irgendwie zu erreichen, ist eine Offenheit gegenüber der anderen Seite. Das heißt, es wäre vielleicht gut, wenn die Agilisten und die Qualitätsmanager ab und zu einen Kaffee miteinander trinken. Vielleicht, und das sollte eigentlich das Ziel dahinter sein, kommt es dann irgendwann so weit, dass man nicht mehr zwei Seiten hat, sondern dass es wirklich ein großes Ganzes wird und dass sie die beiden nicht gegenseitig benutzen, aber miteinander arbeiten, um gemeinsam weiterzukommen. Nachdem das Qualitätsmanagementsystem oft ein Eckpfeiler einer Organisation darstellt und für die meisten von uns auch Agilität das tut, sollten beide Punkte in der Qualität, in der Qualitätspolitik oder generell in der Politik einer Organisation festgehalten werden. Das heißt, man sollte nicht nur das irgendwie niederschreiben, man erfüllt die und die Qualitätsansprüche und gedenkt es so und so zu tun, sondern auch festhalten, wie die Agilität in einer Organisation sich darstellt und wie sie eingebunden ist. Nachdem wir gesagt haben, vorher, wir wollen eigentlich alle mit im Boot haben, sollen wir auch alle ehrlich dazu einladen, Verbesserungsvorschläge einzubringen und aktiv an der Verbesserung mitzuarbeiten.
Das heißt auch, dass man Dinge nicht mehr nur im stillen Kammerl machen kann und dass man sagt, okay, da gibt es die Prozessmenschen und die verbessern ihre Prozesse und da gibt es die agilen Leute und die machen ihre Retrospektiven und das eine passiert dort und das andere da, sondern man sollte generell das ganze Managementsystem so aufsetzen, dass sich auch alle, also dass man für alle erreichbar ist und greifbar, verständlich und dass es einfach ist, sich einzubringen. Dazu hilft es auch, wenn man einen entsprechenden Änderungsprozess festlegt. Und das ist jetzt auch wieder wichtig aus der ISO 9001-Sicht, weil man gewährleisten muss, dass das Managementsystem immer seine Integrität bewahrt. Das heißt, man darf nicht wild im Chaos beginnen, Dinge zu verändern, sondern es muss einfach einem nachvollziehbaren Prozess folgen. Und die Wirksamkeit der Änderungen muss überprüft werden, um einfach zu gewährleisten, dass es weiterhin passend ist und wirksam. Und wie gesagt, wenn der Änderungsprozess festgelegt ist, ist er auch diskutierbar, angreifbar, transparent für alle und kann leichter befolgt werden. Und das ist jetzt wieder ein Punkt, der wahrscheinlich mehr aus der Agilität kommt, die wahnsinnig viel Verantwortung an die Teams überträgt. Wenn wir den Teams die Verantwortung für ihren Prozess übertragen, dann können wir nicht von außen diktieren, wie der konkrete Prozess ausschauen soll. Das heißt, es kann schon Sinn machen, dass man sagt, man definiert klare Freiräume und innerhalb dieser Freiräume kann ein Team für sich festlegen, wie Dinge entlang von dem Prozess passieren. Das heißt, wie man zum Beispiel in einem Softwareumfeld seinen Source Code ablegt, wie man ein Code Review durchführt, wie Tests ausschauen, weil das hängt ja auch immer ab vom Kunden, von den speziellen Anforderungen von dem Projekt. Es ist nur wichtig, dass es irgendwie berücksichtigt ist. Und jetzt sind wir bei der Dokumentation. Denn die Dokumentation ist irgendwie so ein Punkt. Die meisten haben die Vorstellung, dass wenn man am Qualitätsmanagementsystem folgt und wenn das zertifiziert ist, muss alles immer komplett lückenlos dokumentiert sein. Die ISO 9001 gibt aktuell den Organisationen sehr viel Verantwortung, denn sie sagt, die Organisation muss definieren, welche Dokumentation erforderlich ist. Das heißt, es muss eine sinnvolle Dokumentation sein. Man muss sich vielleicht überlegen, was kann generiert werden, was wird tatsächlich gebraucht und was bringt auch irgendeinen Wert für irgendwen. Das heißt, wir produzieren nicht irgendwelche Zettel zur Ablage, sondern es soll tatsächlich so sein, dass sie weiter genutzt werden. Natürlich, Gerhard sitzt da und der schimpft immer über die Zettel. Es gibt manche Zettel, die man einfach braucht, aber es sind erstaunlich wenig eigentlich. Nachdem wir sagen, okay, wir haben unsere Prozesse, und eigentlich ist bei jeder Prozessdefinition eine gewisse Messgröße oder verschiedene Messgrößen vorhanden, anhand der Prozess bewertet wird. Und damit sich das nicht nach Kontrolle anfühlt für die Leute, die innerhalb von dem Prozess arbeiten, wäre es gut, wenn die Prozesse, also wenn der Messprozess und die Messgrößen und auch die Ergebnisse transparent für alle sind. Das heißt, wir müssen auch wieder ein gewisses Umfeld schaffen, sodass es eben nicht nach Kontrolle anfühlt. Und die Messgrößen, die Messergebnisse, die herauskommen, können uns dann wieder weiterhelfen, wenn wir aktiv an der Prozessverbesserung arbeiten, weil wir aufgrund von Fakten Entscheidungen treffen können. Wenn man das jetzt gemacht hat, was kann man an Wechselwirkungen erwarten? Und es ist eigentlich so, dass man erwarten kann, dass das Bewusstsein über Qualitätsmanagement und Agilität einfach breiter vorhanden ist. Wenn man gewisse Leute miteinander Kaffee trinken schickt, wenn man Agilität aktiv verankert und auch das Qualitätsmanagementsystem aktiv und offen hinlegt, werden die Dinge einfach greifbarer für die Leute in der Organisation und wahrscheinlich auch außerhalb. Wir haben aufgrund
von regelmäßigen Retrospektiven eine regelmäßige Verbesserung. Und wir haben eine Überwachung der Wirksamkeit von der Verbesserung. Das heißt, es sollte sich nicht im Sand verlaufen. Es sollte irgendwer hinten nachrennen und sagen, okay, haben wir schon gemacht und wann ist es passiert und wie wirkt es wirklich? Was wahrscheinlich wieder dazu führt, dass irgendwer sagt, okay, wir haben schon so viel erreicht, wir können noch mehr erreichen. Das heißt, es sind irgendwie so Erfolgsgeschichten, die dazu beitragen, dass es immer mehr wird. Wir werden wahrscheinlich weniger dokumentierte Informationen haben, weil wir uns wahrscheinlich mehr darüber bewusst sein, was wirklich wichtig ist. Und wenn wir eine präzise Zieldefinition für Agilität und die eingesetzten Methoden haben, so wie wir es auch für das Qualitätsmanagementsystem haben, können wir als Agile Coaches die Agilität ein bisschen besser benutzen im Sinne vom Managementsystem und sagen, okay, wir wollen das wirklich dann dazu benutzen, um gewisse Bereiche im Unternehmen voranzubringen, gewisse Dinge zu etablieren und einfach mehr voranzukommen. Wir können also sagen, dass die Individualität von Organisationen und der Kultur, die dort vorherrscht, sehr gut berücksichtigt wird. Das heißt, es gibt nicht die eine Norm, die da im Papier irgendwo steht, die für alle gilt, sondern im Wesentlichen überlegt sich eine Organisation selber, wie sie Dinge umsetzt und bei sich festhält. Und wir können Qualitätsmanagement und Agilität gleichzeitig als Eckpfeiler eines Managementsystems in einer Organisation haben, weil beide sind eigentlich für die Organisationskultur essentiell. Und wenn man das ganz einfach herunterbricht, kann man sagen, wir nutzen unser Qualitätsmanagementsystem für die Agilität und wir nutzen unsere Agilität im Qualitätsmanagementsystem. Amen. Danke. Und jetzt übergebe ich an euch für Fragen, so denn welche sind. Ja, wenn ihr Fragen an die Kathi habt, dann nur her damit. Auch gerne aus den online zugeschalteten TeilnehmerInnen. Stellt die Fragen einfach in den Chat. Wir versuchen sie dann an dich weiterzuleiten. Wer hat denn Fragen? Ich bringe das Mikrofon, damit auch online die Leute das hören. Dankeschön. Vielen Dank einmal für den Vortrag. Und zwar, bei uns nennen wir das ein bisschen das saisonale Chaos, weil je näher der Audittermin kommt, desto wichtiger wird auf einmal eine bestimmte Seite von den zwei. Und meine Frage ist eigentlich, wie geht man da mit dem Mindset am besten um? Also wie kann man da jetzt diese ganzen Parteien, die involviert sind und meistens auch ein bisschen mehr Empowerment haben als die andere Seite, entgegentreten, damit das weiterhin funktioniert und nicht halt dann über ein Quartal oder eineinhalb plötzlich doch großes Chaos herrscht und eine Umstrukturierung wieder ansteht? Ja, also Mir ist das Chaos vor dem Audit natürlich bekannt, vor allem, weil es gibt vor dem Audit immer gewisse Dinge, die man einfach noch einmal reviewen muss, einmal wieder anschauen, sie in Erinnerung rufen. Man kommt drauf, okay, man hat jetzt doch was vergessen, ein Jahr lang, das man machen hätte sollen. Wir versuchen seit einigen Auditzyklen eigentlich, dass wir es wirklich mehr in die APUs reinbringen. Das heißt, wir haben einmal die regelmäßigen Prozessaudits, die zumindest einmal im Jahr stattfinden. Und die Prozessaudits sind öffentlich innerhalb der APUs, das heißt, die werden ausgeschrieben. Es sind natürlich die Prozessverantwortlichen dabei und die wesentlichen Stakeholder dieser Prozesse. Und nachdem die Termine ausgeschrieben sind, stehen sie eigentlich allen offen, die sonst noch Interesse haben. Das heißt, es ist irgendwie immer ein bisschen mehr präsent und wir bemühen uns aktiv zu kommunizieren, wann was passiert. Wir probieren Schulungen zu machen,
also nicht wir probieren, wir machen tatsächlich Schulungen, die nicht, also möglichst nicht auf einen Termin fokussiert sind, sondern sich über das ganze Jahr streuen. Ja, im Moment ist es wahrscheinlich durch die Einführung von der 27.001 leichter, weil einfach eine ständige Beschäftigung mit dem da ist, weil man das nicht innerhalb von 2 Wochen machen kann. Und wir werden dann auch versuchen, dass wir das am Leben erhalten und wahrscheinlich noch besser etablieren, dass es auch regelmäßig, also wir haben ein zweiwöchentliches Treffen, wo wir uns anschauen, wie weit sind wir mit unseren Maßnahmen von den Audits, gibt es zwischendurch irgendwas, wie läuft unser Verbesserungsprozess, wir haben auch in unserem System, wo wir unsere Prozesse festgehalten haben, ein Forum drinnen, wo alle Mitarbeiter Anmerkungen dazu schreiben können, zum Beispiel. Das heißt, das ist recht niederschwellig und das kann wirklich jeder dorthin gehen und sagen, okay, ich finde, wir könnten das einfach verbessern oder das ist unklar definiert oder ich habe letztens 3 Stunden nach der Vorlage gesucht, können wir das nicht irgendwo festhalten, etc. Und spätestens beim Audit wird es dann wirklich betrachtet, aber mittlerweile ist es so, dass es recht gut angekommen ist und dass eigentlich Leute ab und zu sagen, ja, also so alle 2 Wochen schaue ich meine Prozesse einmal an. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das ernst meinen oder ob sie das nur zu meiner Freude sagen, aber es hat sich schon was verändert bei uns, durch das, dass es einfach offener geworden ist. Du hast eine Frage gehabt. Okay. Ja, auch von mir danke für den Vortrag. Du hast da zwei sehr schöne Dinge auf den Folien gehabt am Schluss. Das eine war, innerhalb der Prozesse auch Freiräume explizit zu schaffen, wo sich das Team dann quasi selbst organisieren kann, die also explizit aus dem Prozess hier, vom Prozess her nicht vorgegeben werden. Zum anderen auch, dass die Organisation selbst definieren kann für sich, welche Dokumentation jetzt notwendig und wichtig ist und auch vielleicht das ein bisschen reduzieren kann. Jetzt gibt es Auditoren, sage ich einmal vorsichtig, die dieses agile Mindset vielleicht noch nicht vollständig so verinnerlicht haben? Was sind denn da eure Erfahrungen? Wie reagieren die denn dann auf solche Freiräume oder eigenständige Abschaffung von Zetteln für die Ablage? Also es gibt ja gewisse Zettel, die vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel die Qualitätspolitik ist so ein Zettel. Wir haben eigentlich einen recht guten Dialog mit unseren Auditoren. Es ist sicher vieles einfacher geworden durch Corona und Homeoffice, wo man sagt, okay, es muss jetzt tatsächlich nicht mehr so sein, dass da im Büro irgendwo die Qualitätspolitik ausgehängt ist, sondern es muss für alle Mitarbeiter erreichbar und greifbar sein. Und das ist es bei uns, weil wir haben es in einem System drinnen. Wir haben, wenn wir innerhalb von einem Prozess Freiräume definieren, ist es nicht so, dass wir sagen, okay, und das ist jetzt der Punkt, da kann ein Team komplett frei entscheiden, was sie machen. Also sie können innerhalb von einem Rahmen festlegen, wie Dinge passieren. Und das macht vor allem in der Zeit, wo wahnsinnig viel neue Technologie einfach passiert und was ja, es macht keinen Sinn, dass man einen Bildprozess von Anfang bis zum Ende komplett durchdefiniert. Und also für alle unserer Teams, weil wir haben ja mehr als eins, wir haben mehr als einen Kunden, wir haben eine Produktentwicklung, wir haben eine Projektentwicklung, wir können nicht den einen Prozess haben, der alles exakt definieren würde und wir müssten dann in die Schwammigkeit übergehen, um dann irgendwie so implizit die Freiräume zu schaffen und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich sagen, okay, liebes Team, macht euch explizit Gedanken darüber, wie wird zum Beispiel das Testprozedere bei euch abgehandelt. Und dann ist es der klare Auftrag ans Team, sie müssen sich Gedanken machen. Es kann
Also nicht, es gibt vielleicht eine Situation, wo man sagt, okay, wir brauchen nicht so einen exakten Test, wenn man eine Prototypentwicklung oder so macht, dann muss ich wahrscheinlich keinen dreistufigen Test machen. Kommt auf den Prototyp drauf an. Aber also so probieren wir das. Und eigentlich ist die Erfahrung mit unseren Auditoren, also wir können uns natürlich erklären, wie und warum, und dann läuft es bis jetzt. Ich habe da eine Frage aus dem Chat, die vielleicht zu dieser Frage dazu passt, nämlich gab es schon Feedback von diversen Assessoren? Also die Frage, du schaust noch skeptisch, sollen wir es präzisieren? Können wir den Teilnehmer, die Teilnehmer bitten, da vielleicht das zu konkretisieren, die Frage? In der Zwischenzeit hat noch jemand was? Also vielleicht nur kurz die Erfahrung, dass du jetzt teilst. Ja, wem bringt es dann eigentlich am meisten? Ist es jetzt ISO 9001 ein Wettbewerbsvorteil? Bringt es den Leuten in der Firma was? Weil ich kann mich nur erinnern, da ist ein Kunde also ein neuer Kunde, und wir haben den Auftrag nur bekommen, wenn wir dann wieder zertifiziert waren. Ja? Dann sind wir in die Zertifizierung gegangen und haben das bekommen. Ja? Und die andere Sache ist eben, gibt es eine Zertifizierung für Agile? Oder was wäre Counterpart, wenn Kunden danach fragen, seid ihr so agil, dass ihr, ja, gibt es sowas? Nein, also es ist, also gerade bei, ich meine, es gibt wahrscheinlich schon diverse Zertifizierungen für Agile, aber es gibt jetzt nicht die eine, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Norm. Und ich glaube, es ist generell so, dass man aufgrund von der Agilität noch mehr anerkennt, dass Organisationen unterschiedlich sind, dass die Leute darin unterschiedlich sind, dass die Projekte unterschiedlich sind, dass einfach sich die Märkte wahnsinnig schnell entwickeln, dass sich vielleicht auch die Kunden ändern, dass sich die ganze Unternehmensausrichtung ändert, dass ich mir nicht sicher bin, wie weit das eine Zertifizierung für Agile so Sinn macht. Das, was es allerdings schon gibt, und es gibt auch die Forderungen von Kunden oder vom Projekt, dass man sagt, okay, wir wollen einen zertifizierten Scrum Master, wir wollen einen zertifizierten Product Owner, wir wollen, dass mindestens so und so viele Leute die Agile Developer Zertifizierung haben anhand von der Scrum Alliance oder wie auch immer. Ist konkretisiert worden? Konkret? Okay, zum Beispiel Evidenzen für diverse Prozessartefakte. Wird Agil überhaupt erwähnt? Ich denke, er operiert auch in sicherheitskritischen Anwendungen. Fragezeichen. Dort gibt es teils über die ISO 9001 hinausgehende Qualitätsnormen. Es gibt natürlich Qualitätsanforderungen, die aber dann, also das war so, wie ich gesagt habe, wir haben je nach Kunden oder je nach Projekt, also wir haben, ich will nicht einmal sagen, dreistufige Testanforderungen, weil wahrscheinlich drei nicht reicht. Also da geht es wirklich über, wir haben Entwicklertests, wir haben intern dokumentierte Tests, wir haben dann einen Abnahmetest beim Kunden, wir haben einen Abnahmetest an einem Testsystem, und dann haben wir noch den quasi Inbetriebnahmetest mit einer Rollback-Funktion. Und das waren wahrscheinlich nicht einmal alle, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber das wird dann eben in einem Projekt festgehalten, und es ist auch so definiert, dass es in dem Projekt oder in dem Team definiert werden muss. Also es gibt nicht irgendwie den Freiraum, dass man sagt, ja, es reicht, wir haben das Zertifikat und deswegen brauchen wir das nicht. Und dann gibt es natürlich auch, wenn es in dem Projekt oder in dem Team festgehalten ist, dass die Dokumentation notwendig ist und erforderlich, die erforderliche Dokumentation dazu. Eine Frage geht sich noch aus. Ja. So. Perfekt. Frage meinerseits ist, jetzt habe ich KPIs, die ich ja machen muss, weil ich mich ja immer wieder in der ISO beim Auditor irgendwie legitimieren muss. Und jetzt habe ich Agile, und in Agile gibt es Parameter, die eigentlich jetzt nicht ideal sind für KPI, weil wenn ich sage, ich nehme eine Schätzung her über die Komplexität einer Story, und sagt dann, ich mache das in einer Fibonacci-Folge, und dann mache ich aus dem KPI,
dann ist das eigentlich irgendwie nicht so die ideale Variante, weil dann nötige ich Leute vielleicht dazu, dass sie Komplexitäten höher schätzen, als es eigentlich wäre. Wie löst man sowas auf? Wie löse ich solche Sachen auf, die im Agilen drinnen sind, um Komplexitäten abzuschätzen, um zu sagen, okay, so ist das, das mache ich. Und wie löse ich es auf, dass in der ISO KPIs sind, die messbar sind, wo halt Controlling dahinter ist, wo ich was Hartes habe, ein Hard Fact. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, das weit über die vorhandene Zeit hinausgeht. Ich empfehle vielleicht auch das Mingle zu nutzen heute Abend oder länger darüber zu sprechen. Wir werden das Mingle nutzen, weil ich glaube, es geht generell beim Thema Schätzungen über irgendwas, das ja dort wie da nicht klar definiert ist, weil es gibt bei einer Schätzung immer die Frage, okay, habe ich falsch geschätzt oder habe ich zu langsam oder zu schnell gearbeitet? Und wo war es jetzt? Und an sich ist es eigentlich egal, in meiner Erfahrung, ob man für die KPIs die Storypoints herannimmt, ob man Stundenschätzung macht, ob man einfach eine Arbeitspaketeschätzung macht. Es geht eigentlich darum, dass man selbst an der Verbesserung arbeitet und wenn man sie dann selbst irgendwie belügt, indem man Sachen einfach höher oder niedriger schätzt, ist das ganze System vielleicht okay für ein Audit da, aber bringt intern nicht den Nutzen für die Zeit, die man eigentlich investiert. Weil ich würde es gern für mehr machen, als nur für den Zettel, den wir dann an die Wand hängen. Vielen Dank, Kathi. Danke. Für die Einblicke. Wie schon gesagt, nutze gerne das Mingle, um das Thema weiter zu vertiefen. Ich darf dir das überreichen. Danke. Für die Speakerin. Und, ja. Es ist ein Kuchen. Ja. Nur dafür habe ich es gemacht. Ja, super. Es zahlt ja aus, hier zu sprechen. Also vielen Dank nochmal. Und, ja. Danke. Schönen Tag. Viel Spaß noch in der Konferenz.